So, und dann bin ich auch wieder. Hab gerade schon mal noch ein paar Innis gemacht, bisschen anderen Leuten noch geholfen. Und habe jetzt hier auch meinen ersten Parteiler bekommen, habe mich riesig drüber gefreut. Und jetzt soll es gleich nach Ulda gehen. Mit Modi sprechen. Nein, wir teleportieren uns diesmal. Falls ihr euch gerade über die Fehlermeldung gewundert habt, wenn man teleportiert und sich Gruppenmitglieder in der Nähe befinden, werden diese kostenlos mitteleportiert, beziehungsweise sie können aussuchen, ob sie kostenlos mitteleportieren wollen. Was, finde ich, ein ziemlich cooles Feature ist. Weil wenn man sich sagt, hey, wir wollen jetzt zu fünf mal in eine andere Stadt, anstatt dass jeder 200 zahlt, zahlt halt einer die 500 komplett. Und es dürfen einfach mal alle teleportieren. Oder wenn man schnell zu irgendeiner Instanz möchte, dann hat meiner Meinung nach sehr viele Vorteile. Und die Leute wollen schon anmelden. Da haben sie aber welche eilig. Und da sind wir schon komplett. Aber annehmen dürfen wir ja noch nicht. Wir dürfen jetzt erstmal mit bemalter Berg. Der steht hier. Kurz nachreden. Genau, wir wollen zur Kupferglockenmine. Und jetzt, ach, das ist Auto laufen. So, wir wollen ins westliche Tannerland und um zur Kupferglockenmine. Aber da schauen wir doch mal, ob wir dann vielleicht den Chocobo nutzen können. Auf nach Horizont.
So, der Chocobo bringt uns jetzt hier hoch nach Horizont und dann ist es nur noch ein Katzensprung bis zur Mine. So, wenn wir kurz ankommen. Ja. Im Moment haben wir leider ein paar Leute dabei, die im Teamspeak nicht unbedingt reden wollen, wenn ich gerade aufnehme. Von daher bleibt es noch etwas ruhiger. Aber ich habe schon erstes Feedback von ein paar Leuten, die dann gerne mit uns tanzen wollen, dann auch mit Teamspeak bzw. auch Streaming und ähnlichem. Da kann man sich sicherlich in Zukunft auf ein bisschen mehr freuen. Und jetzt dürfen wir auch in die Kupferglockenmine rein. Ja, mit einer vollen Gruppe kommt man natürlich sofort rein. Lustig ist auch, dass man, wenn man als volle Gruppe sich anmeldet, jegliche Restriktion, sprich, dass einer Tank sein muss und dass einer ein Heiler sein muss, umgehen kann. Also man könnte auch mit 4 Angreifern rein oder mit 4 Tanks oder je nachdem, was man gerade lustig ist. Ich hatte gerade zum Beispiel eine Gruppe, da hat ein Hermetiker geheilt, obwohl der eigentlich als Schadensausteiler eingestuft ist. Aber das ging bis auf eine kleine Stelle auch ziemlich gut. Ja, und jetzt sind wir in der Kupferglockenmine. Ich kann ja mal ganz kurz noch die Info aufmachen. Beim Tanken hier in der ersten Gruppe passiert eh nichts. Könnt ihr euch das, wenn ihr wollt, mal durchlesen. Das hat man auch sehr oft, dass man irgendwelche Sachen betätigen muss, um irgendwie tiefer in das Ganze reinzukommen, dass man Schlüssel von irgendwelchen Gegnern findet. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie groß aufhalten würde, sondern das passiert einfach nebenbei, aber fühlt sich einfach gut an, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr machen muss, als wirklich nur durchrennen.
Aber ich muss sagen, also heute ist zumindest für mich der Montag, sprich es ist jetzt seit Samstag sind es ungefähr 2,5 Tage vergangen. Und seitdem gestern die Updates kamen, läuft es eigentlich ziemlich stabil. Also ich hatte jetzt auch keine Probleme mehr mit irgendwelchen instanzierten Gebieten mehr und keine Probleme beim Laden mehr. Das Einzige, was halt noch ein bisschen stört, ist, dass die Server zum Teil abgeriegelt sind von der Benutzeranzahl, die drauf dürfen, damit Square Enix wahrscheinlich noch ein bisschen besser testen kann, wo die Grenzen liegen. Ich denke mal, dass damit viel rumgespielt wird im Moment noch. Das heißt, man kommt ein bisschen zäh auf den Server drauf, aber sobald man einmal drauf ist, läuft es echt super. Was mir bisher auch noch nicht aufgefallen ist, wäre die Möglichkeit, dass man irgendwann automatisch einen Disconnect kriegt, wenn man zu lange nicht am Rechner ist oder einfach nur rumsteht. Ich glaube, ich war vorhin oder ich habe irgendwie zwischendurch mal über eine Stunde mal rumgestanden. Da hätte man in anderen Spielen schon lange gesagt, brauchen wir nicht. Das gab es hier bislang auch noch nicht. Oder wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen. Ja, man merkt, dass eine Person vom Level eigentlich ein bisschen höher ist und schon in die Instanz rein will, die nach dieser hier kommt. Dann hatte ich, glaube ich, mal gesagt, dass neben diesen kleinen grünen, weißen Items, die hier drin sind, auch andere Gegenstände droppen können in den Kisten. Und ich hatte gerade bei dem Totenacker noch einen Lauf. Da sind aus drei von den Kisten richtige Items wie zum Beispiel diese Schuhe hier gekommen. Also da können auch wirklich sinnvolle Sachen drin sein, wenn man den einen oder anderen Raum dann noch mehr mitnimmt. Also es lohnt sich teilweise echt einfach mal mit durchzugehen. Und meist ist es nur ein oder zwei Gruppen, die da wirklich im Weg stehen. Ja, das sind auch gerade die Hackathons, so eine Art Golem, große Viecher, von denen in der Story die Rede war. Ich finde auch, dass die ganzen Gebiete wirklich super designt sind. Also auch die Weitsicht, obwohl man jetzt hier nicht die Anzeige sieht, was das für Gegner sind oder ähnliches. Man kann die nicht anwählen oder so, aber man sieht zumindest auch auf große Entfernung, auch bei Spielern, noch, dass da was ist, dass hier Gegenstände rumliegen. Muss echt sagen, ich habe mal seit langem wieder ein Spiel gefunden, ein MMO gefunden vor allen Dingen, was mir auch storytechnisch so viel Spaß macht. Und nein, ich möchte jetzt nicht auf andere Spiele zu sprechen kommen, noch möchte ich irgendwelche Vergleiche zu anderen Spielen zeigen. Ich glaube, sowas sieht man überall genug.
Siehst du, eine Sache fällt mir gerade noch ein, habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe ja schon Pikini und Waldläufer mir hochgespielt. Und jetzt kann ich. Okay, während des Kampfes gerade nicht. Aber man kann verschiedene Skills der anderen freigespielten Klassen. Man sieht das, wenn man bei der Skillbeschreibung ganz, ganz runter guckt, bei Affinität, sieht man die Abkürzung der Klassen, die diesen Skill generell benutzen können. Und hier ist zum Beispiel bei dem Skill des Waldläufers auch mit dabei, dass das von einem Marodeur genutzt werden kann. Das heißt, wir können diese Klassen, ja, diese Fähigkeiten, nicht diese Klassen, hier einfach mit reinpacken. Und die Bogenschützenfähigkeiten jetzt mit unserer normalen Klasse, also mit dem Marodeur, benutzen. Ja, man hat immer noch einen kleinen Cooldown, nachdem man die Skills gewechselt hat. Was jetzt nicht unbedingt schön ist fürs Tanken. Aber dann kann ich euch das wenigstens gleich noch zeigen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel vom direkten Schuss, was jetzt bei uns auch eine Nahkampfangriffsfähigkeit ist, aber das ist ja nicht so wild. Haben wir jetzt die kritische Trefferrate erhöht, das in Kombination mit dem Bonus an Schaden, den wir hier mitnehmen können, und anderen Fähigkeiten, wie hier den Bonus Schaden durch wütende Attacke. Da kann man doch einiges mit anstellen. Also ich weiß zum Beispiel von Faustkämpfer-Fähigkeiten, die den Wert des kritischen Schadens irgendwie noch erhöhen oder die kritische Trefferchance erhöhen. Aber die Kafei, die macht hier echt mördermäßigen Schaden. Und für uns Spieler fürs Tanken gibt es zum Beispiel auch einen Spot, also einen Massenspot sogar vom Gladiator, den wir mitnehmen können. Und dadurch unterscheidet sich jeder Spieler nochmal von den anderen Spielern, dadurch, dass man halt auch wirklich verschiedene Quests nutzt, verschiedene Quests nutzt, verschiedene Skills nutzt und die auch nach Belieben halt kombinieren kann. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Sprengstoff gelegt und sprengen uns erstmal den Weg frei. Und dann kommen wir hier zu einem eigentlich ganz netten Eventkampf. Und zwar werden wir jetzt merken, dass hier A von da oben und B von, ich glaube, hier hinten. Genau. Ganz viele kleine kommen. Dann haben wir gerade noch Level 20 erreicht, sprich wir haben die neue Stufe im Bestarium freigeschalten, dass wir jetzt auch die Gegner ab Level 20 aufs Korn nehmen dürfen. So, und jetzt wird es langsam übersichtlich mit den kleinen Gegnern. Aber das war doch wohl noch nicht alles.